Das war ein ganz besonderer Herbst, der Herbst 1989. Wir waren damals mit der Schule in der DDR und alle spürten, hier ist irgendetwas im Gange. Den 9. November selbst habe ich gar nicht mehr richtig in Erinnerung, weil ich wahrscheinlich zu früh ins Bett gegangen bin. Aber am nächsten Morgen hat mich meine Mutter geweckt und gesagt, die Mauer ist gefallen. Und weil ich wenige Wochen vorher noch in der DDR war, wusste ich, was das bedeutet, weil wir gemerkt haben, wie wichtig Freiheit sein kann, wenn man sie nicht hat. Und deswegen kann ich mich auch noch so gut an den 9. November erinnern. Das war was Besonderes.